Experiment Nummer 2. Super. Okay, dann machen wir hier mal wieder die Zeit an und lassen Zeit verstreichen. In unserem Real Politics 2. Fluthilfe, okay. Fluthilfe läuft. Ist hier oben auch als Ereignis. Wie lange dauert dieser Wandel? Fragt Guerilla Sheep. Naja, das Buch ist von 1999 und an der einen oder anderen Stelle, wenn man so weiterliest, fühlt es sich so an wie, wir sind eigentlich schon fast da. Wenn ich allerdings die Debatten anschaue, die das ein oder andere Mal geführt werden, dann bin ich mir nicht sicher, ob wir an der Stelle schon angekommen sind. Weil das Ding ist, dass Demokratie halt auch gelebt werden muss im Sinne von mehr als einmal alle 4 Jahre wählen gehen. Das heißt, man müsste sich informieren und wissen, wo es gute Informationen gibt und damit quasi selber so ein Stück weit sich beteiligen an diesem Politikprozess. Und zwar nicht nur als Zuschauer, sondern auch mitmachen. Das muss man nicht unbedingt in Parteien machen, das kann man auch in seiner Vereinsmitgliedschaft machen. Also jeder von euch, der in einem Sportverein ist oder in einem wie auch immer gearteten anderen Verein, die sind alle nach demokratischen Grundsätzen organisiert. Da gibt es irgendwie eine Mitgliederversammlung im Jahr und bestimmte Statuten. Häufig war es das dann aber. Und dann kann man sich die Frage stellen, wie schaffen wir das, dass wir mehr Leute beteiligen? Wie schaffen wir das, dass wir noch demokratischer werden, abseits von diesem reinen Wahlakt? Sondern im Sinne von Partizipation, Beteiligung und Innovation. Und so, das passiert halt immer wieder. Also wir müssen immer wieder damit konfrontiert werden, weil ansonsten, also mir geht es zumindest so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stelle mir manche Fragen erst, wenn ich davor stehe. Und nicht so abstrakt. Und Horst hat, glaube ich, vorhin irgendwann gesagt, wie soll man denn Probleme lösen, von denen man noch gar nicht weiß, dass es gibt. Das ist tatsächlich eine riesengroße Herausforderung und man muss immer Augen und Ohren offen halten, welche Dinge sich gerade wie entwickeln. Und wenn wir beispielsweise hier bei dieser ostdeutschen Transformation nochmal von vorhin sind, wenn du in einem Verein nicht gelernt hast, was Demokratie ist, sondern wenn jedes Jahr die gleiche Person gewählt wird, weil es die einzige Person ist, die sich immer wieder aufstellt, dann kann man schon fragen, wie demokratisch ist dieser Verein. Aber dafür gibt es noch, doch es gibt ein Messinstrument, aber das ist noch ein kleines Experiment-Messinstrument von Freunden von einem Verband hier in Sachsen-Anhalt. Aber ansonsten gibt es das nicht. Sondern das heißt dann, du bist demokratisch organisiert, heißt, und das ist dann alles, was im Vereinsrecht steht. Aber viel mehr halt nicht. Ich glaube, wir haben auch sowas Ähnliches jetzt gerade im Spiel erreicht. Wir müssen uns mit den verschiedenen Stakeholdern im politischen Prozess auseinandersetzen. Es wird uns Verschwendung nationaler Rohstoffe vorgeworfen, oppositionelle Stimmen gegen unsere Teilnahme an globalen Spendensammlungen werden in unserem Land immer lauter. Unsere Gegner behaupten, dass wir nationale Reserven verschwenden und den allgemeinen Wohlstand unserer Bürger regelrecht verschleudern. Mit ihren populistischen Methoden erreichen sie eine große Zahl an Menschen, die nun Druck auf uns ausüben, damit wir uns an diesem Ereignis aus diesem Ereignis zurückziehen. Hui. Wir haben zwei Möglichkeiten. Weil wir so auf die Kacke gehauen haben vorhin, ja. Hätten wir gesagt, ah, bleiben wir bescheiden, wäre es vielleicht nicht dazu gekommen. Ja, Den Leuten fehlt der Weitblick, der Horizont endet eben nicht an ihrem Gartenzaun. Unzufriedenheit plus 15%, Unzufriedenheit Zielwert plus 8% für 500 Tage und Interventionismus plus 2, da sind wir im Moment bei 4. Das ist nicht unberechtigt. Wir werden uns aus diesem Wettbewerb zurückziehen. Beziehung zu allen minus 10 für ein Jahr. Gibt es noch weitere Auswahlmöglichkeiten? Nee. Ich würde, wir haben kein Problem mit Unzufriedenheit bei uns zu Hause. Also, ich würde jetzt sagen, lass uns das erste nehmen. Okay, wir handeln uns damit plus zwei Interventionismus ein.
Ja, aber wir tun auch ständig Sachen, die den Interventionismus wieder senken. Ja. Also wir sind erstaunlich niedrig, finde ich. Ich finde es auf jeden Fall interessant, wie man das im Sinne von politischer Kommunikation verkauft. Also wenn wir jetzt tatsächlich eine Rede halten müssen zu diesem Thema. Und grundsätzlich sage ich, der Horizont endet nicht am eigenen Gartenzaun. Egal, ja, ob dieser Gartenzaun jetzt tatsächlich der Gartenzaun hier ums Haus ist oder der nationale oder der europäische oder in unserem Fall der neuseeländische Gartenzaun. Ja. Anderen Leuten helfen, finde ich, vor allem wenn man es kann, finde ich prinzipiell auch gut. Ja, hier. Wir geben 1.000 aus. Unser Geld sieht... Und wir sind schuldenfrei. Tatsächlich. Genau, wir sind... Und wir haben auch nichts wirklich, in was wir investieren könnten. Das läuft gerade alles. Ja. Wir brauchen Aktionspunkte, aber das Geld ist nicht das große Problem. Ja. Was ich übrigens hier im Sinne von Kommunikation schwierig finde, ist dieser erste Satz, den Leuten fehlt der Weitblick. Das ist so von oben herab kommuniziert. Macht man nicht. Genau, macht man nicht und würde mich jetzt direkt abschrecken. Ja. Also rein kommunikativ wäre ich bei, das ist nicht unberechtigt, aber der Horizont endet eben nicht am eigenen Gartenzaun. Ja, ja. Deswegen machen wir das. Also das wäre wahrscheinlich meine Kommunikation. Aber da dem nicht so ist und wir das Geld haben und Unzufriedenheit auch kein Problem ist und Beziehungen zu allen einbüßen für ein Jahr, finde ich auch kacke. Entschuldigt bitte, bin ich für das Erste. Ja, finde ich gut. Und dann würde ich jetzt nämlich mal hier in die Provinzen reingehen und schauen, was haben wir denn hier? Provinz Unzufriedenheit. Haben wir hier eine Aktion gerade laufen? Regionalregierung unterstützen. Ja. Ja, ich denke, es wird was kommen, wo wir diese Sachen... Und ich glaube, hier läuft immer noch ein Festival. Das hilft der Gegend. So, Projekt Gymnasien wurde umgesetzt. Wir haben was für die Bildung gemacht. Und ich hörte es gerade klingeln. Ihr habt es wahrscheinlich auch gehört. Pingu hat eben nämlich, bevor es jetzt weitergeht, Pingu hat eben gesagt, es gibt eine tolle Dokumentation aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Da klicke ich doch mal gerade drauf. Genau, vom ZDF. Die hat er mir schnell mal über Discord zugeworfen und die werde ich jetzt hier mal gerade in den Chat posten. Danke, Pingu, von der Mission, von der 20 Jahre dauernden Mission von Cassini-Huygens. Also die lief von 1997, habe ich nachgeguckt, bis der Eintritt in die Saturn-Atmosphäre war schon 2017. Und die Dokumentation soll toll sein, die werde ich mir im Hinterkopf behalten. Danke für den Link. Und den Saturnmond, den er eben meinte, ist Titan, genau. So. Ich bin ja tatsächlich auch ein Fan von diesen Dokumentationen, die bei ZDF, Arte und Co. hinterlegt sind. Und heute war es richtig cool. Heute Morgen konnte ich quasi in die Schule gehen. Also bei Alpha gab es dann irgendwann Mathe. Ja. Und das fand ich super gut. So, wir haben in hier in der Region, in Christchurch, haben wir keine laufende Aktion in der Provinz. Wir könnten in der Provinz eine gesellschaftliche Aktion machen. Gut, Festival haben wir gerade durchgeführt. Wir könnten... Na, Kulturwandel... Also Festival, damit erhöhen wir die Zufriedenheit. Wir könnten hier wieder was machen... Vielleicht auch was Wirtschaftliches? Modernisierung der Infrastruktur. Oder Entwicklungszuschüsse. Modernisierung der Infrastruktur heißt Provinzunzufriedenheit minus 10%. Wir erhöhen das BIP. Wir erhöhen die Umweltzerstörung in Christchurch. Und wir kriegen Interventionismus dazu. Wie sieht denn das aus mit diesen Investitionen? Oder Wirtschaftshilfe oder... was diese zweite Option war? Das Entwicklungszuschüsse. Provinzbevölkerung plus 10. Provinzumweltzerstörung plus 25. Interventionismus plus 1. Okay. Hast du einen Favoriten? Nee, Entwicklungszuschüsse wäre ich gegen, weil die kostet 1.000 Aktionspunkte. Ja.
Ich würde, also die Unzufriedenheit klingt auch wieder ab. Wir haben hier, wenn ich Christchurch auswähle und hier auf die Unzufriedenheit gucke, wir haben Provinz Unzufriedenheit 15%, Provinz Ziel Unzufriedenheit ist 0. Also sie haben keinen dauerhaften Wert, jetzt unzufrieden zu sein, sondern wegen unserer Entscheidung, die wir gerade getroffen haben, haben sie eine hohe Unzufriedenheit, die wird aber sinken wieder auf 0. Ich weiß nicht mit welcher Rate. Ja gut, im Zweifelsfall machen wir dann wieder ein neues Festival und dann steigt die Stimmung auch wieder. Ja, genau. Also ich würde hier jetzt tatsächlich... Da ist das Spiel wirklich sehr einfach. ...keine laufende Aktion machen. Ja, wer weiß. Vielleicht beißt es uns alles noch in den Arsch. Wir haben bei einigen Sachen, dachten wir bei Democracy 4 auch, dass es sehr, sehr einfach ist. Und dann sind wir in die Schuldenfalle getappt. Ich hoffe, dass wir hier jetzt ein wenig paranoid genug sind, um das zu verhindern. Aber... das Spiel kommuniziert halt nicht alle Sachen so super, aber dafür ist es ja auch noch im Early Access in der Beta-Version. Also Ich frage mich gerade ein bisschen, ob diejenigen, die mit uns unser Scheitern am Schuldenberg bei Democracy 4 miterlebt haben, oder vielleicht auch du selber, guckt ihr anders drauf auf Wahlprogramme und wirtschaftspolitische Äußerungen, die gerade so kommen? Also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt an unserem Scheitern, als wir Deutschland auf schwer gespielt haben, wo wir da einfach nicht mehr rausgekommen sind, in Democracy 4, wo ich jetzt auch auf diese Sachen mit einem anderen Blick drauf gucke. Ja, tatsächlich. Es hat sich ein bisschen was verschoben, wenn es wieder um die Diskussion geht, Schulden machen, nicht Schulden machen und so. Ich finde, also ich gucke da ein bisschen anders drauf, aber ich bin, was das angeht, auch sensibilisiert, dass ich dann doch des Öfteren auch mal auf den ein oder anderen Artikel klicke, den ich vorher so gesagt hätte mit, oh, nicht schon wieder irgendwie Finanzpolitik, das geht mir echt, aber da sind teilweise ein paar interessante Sachen bei, wo ich was gelernt habe. Ich kann jetzt aber kein konkretes Beispiel nennen, muss ich sagen. Aber das hängt mir durchaus noch nach, ja. Ich will nicht sagen, dass es ein Trauma ist. Nee, so weit würde ich auch nicht gehen. Allerdings freue ich mich, wenn wir dieses Spiel nochmal angehen, wenn es dann richtig raus ist. Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt einen freien Projektplatz. Du hast du deinen Zettel gefunden? Du hast dir einiges aufgeschrieben. Nee. Ich habe meinen Schreibtisch aufgeräumt. Ich finde ihn nicht mehr. Okay. Also im Finanzsystem haben wir einiges gemacht. Wir haben bei innere Sicherheit haben wir nicht wirklich viel gemacht. Da könnten wir vielleicht mal gucken. Die Sachen sind aber auch sehr teuer, was APs angeht. Grundlegende Infrastruktur könnte noch ganz interessant sein. Oder wirtschaftlicher Fokus und Umwelt. Bei wirtschaftlicher Fokus, da hatten wir uns vorgenommen, dass wir in Richtung Ressorts gehen, weil wir diese Touristenzone gebaut haben. Das wäre so als nächstes auf dem Zettel. Die nächste Stufe, das wäre hier Bewirtschaftung von Touristenattraktionen. Würde uns Arbeitslosigkeitswachstum minus 0,01 bringen. Unzufriedenheitszielwert steigt um 2. Wir kriegen ein bisschen Umweltzerstörung, aber BIP-Wachstum plus 0,03. Und im nächsten Schritt, beziehungsweise im übernächsten Schritt, kommen wir dann in die Nachhaltigkeit. Das heißt, diese Umweltzerstörung geht wieder zurück. Dass wir also nachhaltige Tourismusangebote liefern. Das war so unser Masterplan. Einer der Masterpläne, naja, nicht Masterplan, aber einer der Pläne, die wir verfolgt haben. Um da ein bisschen voranzukommen. Fände ich jetzt nicht schlecht, wäre das erste, in das ich reingeguckt habe. Aber Ich finde den Weg ganz gut, weil wir ja sowieso, wir haben ja eh nicht so viel Industrie, wir haben auch nicht so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen mit den unterschiedlichen Plattformen, die wir da haben. Insofern bin ich nach wie vor dafür, diesen Ansatz zu nehmen. Und vielleicht können wir ja Horstis Vorschlag danach aufnehmen für den nächsten freien Projektplatz. Und dann den Bereich Diplomatie weiter, im Bereich Diplomatie weitergehen, weil wir ja auch langfristig irgendwie gucken müssen, dass wir in die Vereinten Nationen kommen und so. Ja, gut, dass du sagst, Horsi, damit wir das nicht aus dem Auge verlieren. Aber dann machen wir erstmal das hier, kostet 1000 Aktionspunkte, Geld haben wir,
Wir haben auch das, die Metalle und die Brennstoffe dafür. Also machen wir es mal, dauert 150 Tage und danach dann diese Geschichte für einen diplomatischen Sieg. Finde ich super. Ist ein guter Fahrplan. Also bestätigen wir das mal und können wieder die Zeit verstreichen lassen. Und wir sind bei 59 Index menschlicher Entwicklung. Bei 60 bekommen wir eine Belohnung. Also das ging jetzt rasend schnell. Ja, von 48 auf 58 ging es total schnell. Und jetzt hat es eine Weile gedauert bis zu 59. Ich frage mich, was wir gemacht haben, um für diesen schnellen Jump. Das habe ich nicht mehr so richtig. Ich glaube, das war das, das Projekt, was hier vor war, für die Block-Integration, das wir umgesetzt haben. Dafür haben wir 10 IME gekriegt. Ach, stimmt, ja. Ja. Ich nehme mal einen Schluck Wasser, wofür Belana auch wieder Kanalpunkte ausgegeben hat. Ist jetzt kein, also das ist Wasser mit einem kleinen Schuss Granatapfelsaft drin. Prost. So, grundlegende wirtschaftliche Integration wurde umgesetzt. Mach nochmal auf Pause. Jetzt haben wir wieder einen frei und ich glaube, wir haben nicht genug AP für den nächste Blockentwicklung. Aber an der Stelle können wir den kurz offen lassen und auf Pause lassen und mal Australien fragen, wie sieht's denn aus? Und wir könnten für Governmental Assistance. Wäre schon wieder so weit und könnten wir machen und könnten wir uns leisten. Und unsere Beziehungen sind 148. Okay, dann bin ich wieder verrückt und sage auch bei einer Erfolgschance von 75, na gut, lass uns das machen. Okay, und dann würde ich vorschlagen, wir könnten auch nochmal hier in eine der Regionen, möchte die gerne markieren, wo sieht man denn, so, da sieht man das, hier in diese Region, die nicht so viele Bevölkerung hat, da könnte ich mir vorstellen, dass wir da mal finanzielle Unterstützung hinschicken. Weiß nicht, kostet das zu viel? Ja. AP, ein bisschen, das gibt uns wieder plus 5 Zustimmung. Für ein Jahr und sollte uns auch vielleicht ein bisschen Investitionspunkte geben. Ja, das gefällt mir gut. Okay, dann machen wir das. Und warten jetzt, bis hoffentlich wir die AP von Australien kriegen mit der Umsetzung der nächsten Blockpolitik. Ne? Ja. Sag mal, ist da oben rechts, sind da irgendwie zwei Staaten miteinander im Krieg oder was ist das ja, für ein Pakistan Symbol? Gegen Iran. Ist immer noch zugange. Immer noch. Okay. Ja, ich meine, wir haben ein halbes Jahr gespielt, seit wir das letzte Mal geguckt haben. Ja, die sind immer noch zugange. Hier. Wir können mal gerade gucken. Ja. Iran versucht anscheinend gerade diese Provinz von Pakistan einzunehmen. Ja, mal gucken, wie es ausgeht. Ja. Okay, hoffentlich kriegen wir AP von Australien. Was ist denn hier jetzt kaputt? Warum haben wir plötzlich minus 105? Oh, nein. Ask for Governmental Assistance in Australien ist fehlgeschlagen. Ah, und wir haben hier minus 105. Tja. Ich würde jetzt ungern warten. Ich würde jetzt tatsächlich etwas... irgendein Projekt umsetzen, was weniger AP-Kosten hat. Bevor wir wieder hier für was frei haben. Ich weiß nicht. Infrastruktur, Umwelt oder wir machen jetzt direkt die Diplomatie. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir uns die leisten können. Aber ich gucke mal gerade. Siegesbedingungen. Projekt qualitative internationale Beziehungen. Da müssen wir erst hinkommen.
Wo sind die denn? Qualitative internationale Beziehungen. Dafür müssen wir Studien internationaler Beziehungen erforschen. Das kostet uns knapp 500 AP. Das könnten wir uns leisten. Gibt uns einen Punkt Index menschliche Entwicklung und Beziehung zu allen plus zwei. Ich finde das auch gut. Ich meine, wir wollen Diplomatie-Sieger werden. Also müssen wir uns mit den internationalen Beziehungen auseinandersetzen. Ja. Dann machen wir das. Finde ich gut. Ich kann mir gerade nicht erklären, warum wir plötzlich minus 105 Aktionspunkte haben, obwohl wir da eben noch gut im Plus waren. Liegt das an den beiden Sachen, die wir umgesetzt haben? Ist der Block plötzlich teurer geworden? Gucke mal gerade. Blockzusammenstellung. Die Aktionspunktekosten sind gestiegen und nicht gefallen. 380 kostet jetzt Blockunterhalt. Vielleicht, weil wir jetzt wissenschaftlich integriert sind. Vielleicht. Wissenschaftliche Integration 10%. Okay, linksextreme Gruppierungen werden immer beliebter. Wir konnten in jüngster Zeit einen enormen Zuwachs der Mitgliederzahlen linksextremer Gruppierungen in unserem Land ausmachen. Es wird Zeit. Parteipopularität plus 15%, links außen, Unzufriedenheit plus 10%. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Kommunismus hierzulande Fuß fassen kann. Lancieren wir entsprechende Gegenpropaganda. AP-Einnahmen 0. AP-Einnahmen 0. Okay. Dauer 75 Tage. Geldeinnahmen 0. Dauer 75 Tage. Das könnte ganz gut sein, weil wir haben im Moment minus 105. wir dürfen nicht zulassen, dass der Kommunismus hierzulande Fuß fassen kann. Verbieten wir deren Aktivitäten. Persönliche Kontrolle plus 1. AP und Geldeinnahmen auch 0 für 75 Tage. Wir dürfen nicht zulassen, dass Kommunismus hierzulande Fuß fassen kann. Verbieten wir die Aktivitäten und lancieren wir Gegenpropaganda. Ist persönliche Kontrolle auch plus 1. Das ist bestimmt nur ein vorübergehender Trend unter den jungen Leuten. Kein Grund zur Sorge. Unzufriedenheit plus 5%, links außen plus 10%. Das geht gerade wieder in die, für mich in die Kategorie, ich will nichts davon. Ja. Ich möchte gerne wissen, was möchten diese Linksextremen? Ist das Anarchismus, der gerne unsere demokratische Grundordnung abschaffen möchte? Oder sind das Menschen, die als extrem eingestuft werden, weil sie Informationsfreiheit fordern, mehr Bürgerrechte, Kontrolle des Staates? Dann könnte ich mit diesen Extremen sehr gut leben. Naja, da sind wir jetzt bei Extremismusdefinition, die ja. Wir jetzt voranstellen müssten, um... Also erstmal die grundsätzliche Extremismusdefinition, dann müssten wir uns eine Definition angucken für Rechts- und Linksextremismus. Und ich höre das Hufeisen das irgendwo scheppern, oder? Also ich bin ja nicht so ein Riesenfreund der Hufeisentheorie. Ja, ich auch nicht, überhaupt nicht. Aber das, also weil sie sagt für mich auch nicht so wahnsinnig viel aus. Man kann jetzt sagen, dass die Methoden sich dann irgendwann angleichen, aber die Ziele sind ja dennoch fundamental verschieden. Ja. Und die Ideologie, die dahinter steht, ist fundamental. Also da, Ursache, Wirkung, Auslöser, das sind alles unterschiedliche Dinge. Und insofern würde ich mich hier gar nicht auf die Links- oder Rechtsextremismus-Debatte einlassen. Man könnte jetzt... Hier wird davon ausgegangen, dass Linksextremismus in dem Fall die Förderung von Kommunismus beinhaltet. Also Linksextremismus ist gleich Kommunismus. Ah ja, stimmt. Ja, das steht in den Sätzen mit drin, ja. Das ist so eine Debatte, die wir in Deutschland in dieser Form so nicht führen. Ja. Insofern ist es möglicherweise eher so eine... Ich weiß nicht, weißt du, woher die Spieleentwickler kommen? Nein. Okay, das, mal gucken. Ich guck mal gerade. Ich mal raus.
Aber das ist halt was, womit wir normalerweise nichts zu tun haben oder nicht so viel zu tun haben in unserer Argumentation. Bei uns geht es um Extremismus und da ist Linksextremismus, Rechtsextremismus. Und da gibt es einen rechten blinden Fleck und da gibt es einen linken blinden Fleck. Und ja, was aber nicht funktioniert ist, wenn da oben steht, es gibt extremistische Gruppierungen und unten drunter schreiben wir dann, da sind so ein paar Jugendliche, die wollen Spaß haben. Das wäre dann vom Verfassungsschutz nicht als extremistische Gruppierung eingestuft. Oder von welcher Behörde auch immer und auf Grundlage welcher Definition und so. In der Zwischenzeit geht Belana ins Bett. Gute Nacht, Belana. Okay, ich habe kurz was, das wusste ich auch nicht. Jujubee ist der Entwickler. Und das Studio wurde gegründet bei ehemaligen Mitgliedern von CD Projekt Red, die man vielleicht kennt. CD Projekt Red hat die Witcher-Serie gemacht und jetzt gerade Cyberpunk 2077. Und die kommen aus Polen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Horsi hat's auch geschrieben. Auch interessant. Also, noch nicht weiter mit einer Wertung versehen, sondern erstmal nur grundsätzlich für mich interessant. Jetzt macht's auch Sinn, warum das Tutorial in Polen spielt. Ja, das stimmt, na klar. Ne? Ja, auf einmal ergibt so viel Sinn, ach, wenn man Sachen weiß. Wissen. Na gut, aber mal von dieser ganzen Debatte jetzt weg. Grundsätzlich ist Extremismus schwierig für eine Demokratie, egal ob der von links oder von rechts kommt. Da Extremismus höhlt dieses Grundverständnis von Demokratie, was wir vorhin schon hatten, irgendwie aus. Ja. Wenn wir dort mit Gegenpropaganda anfangen, da kann es, bin ich mir auch nicht sicher, ob das so Übersetzungsfeinheiten sind. Ja. Wir könnten jetzt entsprechende Maßnahmen, Kommunikationsmaßnahmen ergreifen. Wir könnten versuchen, auf Desinformationen zu reagieren oder. Aber bei diesem Begriff Propaganda und Desinformation und so rollen sich mir halt immer schon so ein bisschen die Fußnägel hoch, weil ich mir denke, ängstlich. Vor allem, wenn Staaten in dieser Form Propaganda betreiben, habe ich damit ein Problem, weil das für mich auch nicht zur Meinungsbildung in einer vielfältigen demokratischen Gesellschaft beiträgt. Also ein Staat, der selber Propaganda braucht, ist vielleicht sonst nicht so überzeugend, keine Ahnung. Also insofern habe ich halt mit diesen Propaganda- und Gegenpropaganda-Sachen so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Auch mit dieser... Ach André, ich weiß nicht, ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Nein, ich wollte dich ausreden lassen. Du hast vollkommen recht. Also ich würde es auch ein bisschen auf die Übersetzung schieben, weil ich würde hier gerne drauf... Ich würde eigentlich so, mein Favorit wäre das hier. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Kommunismus hierzulande Fuß fassen kann. Sorgen wir dafür, dass wir... dafür werben, welche Vorteile unsere demokratische Grundordnung hat in unserem Land. Ja, und das wiederum, beispielsweise bei uns in Deutschland, wäre das völlig legitim, weil natürlich ein demokratischer Staat auch die Aufgabe hat, demokratisch zu bilden und Demokratie zu fördern, damit auch alle staatlichen Institutionen, diesen Auftrag haben. Ja, wir in Sachsen-Anhalt haben ja sowieso eine neue Landesverfassung und wir können gar nicht anders. Wir müssen uns gegen Extremismen und Antisemitismus und so stellen. Ja, ich bin bei dir. Okay. Wenn wir sagen, es ist ein Übersetzungsfehler, kann ich damit leben. Das ist schön. Aber ich finde alles nicht gut. Ja. Aber so ist es im Leben. Ja. Haben wir uns dafür entschieden. Und